Und am Abend vorher passierte dann dieser Motorradunfall, der mein Leben geändert hat, würde ich mal Am Tag sagen. vorher. Am Abend vorher, Um ja. Gottes Ja. Willen, ja. Jasmin Heinz ist bei mir und wenn man darüber spricht, wer es in Deutschland künstlerisch wirklich nach ganz oben geschafft hat, dann gehörst du auf jeden Fall dazu. Du bist Make-up-Artist und schminkst nicht nur mit deinem Team die größten Stars, du entwickelst auch gleich ganze Looks. Worüber ich gestolpert bin, ist, dass du eigentlich angefangen hast und deinen Durchbruch hattest, weil du Menschen mit Kreide und Matsch geschminkt hast. Das Wie kam stimmt. das? Ja, das war mein erster Fotoshoot in New York mit Lenz Stettler und das war für ein italienisches Modemagazin. Lenz Stettler hatte die Aufgabe, amerikanische Natur, wie sagt man, ein Ureinwohner, ne? Ureinwohner zu fotografieren und er wurde auf mich aufmerksam durch meine Agentin in New York. Und so kam das zustande. Da ich ja aber nicht ganz so, wie soll ich sagen, bewandert war mit diesen ganzen tollen Make-up-Produkten, die es damals zu der Zeit, weil ich stand ja gerade am Ja. Anfang, gab, bin ich dann runtergegangen auf die Straße und habe Erde geholt und habe Kreide zerstäubt. Und damit habe ich dann die Streetcasting-People angemalt. Guck mal, Leute, damit kann man einen Durchbruch schaffen. Mit, vielleicht können wir das mal da zeigen. Das hast du quasi geschminkt. Da werden wir wahrscheinlich irgendwie die Menschen, die da mit dabei waren, wenn das ein Starfotograf war und da waren auch noch andere sehr wichtige Menschen dabei, wahrscheinlich Oh erstmal geguckt ja. haben wie ein Auto. Mit welchen großen Stars hast du eine persönliche Freundschaft bis heute? Man merkt, der Chat, der ist wirklich interessiert daran, was Ja, hinter den das Kulissen glaube ich abgeht. auch. Also das wird sehr interessant werden. Da gibt es einige, viele eigentlich, die Models und die Celebrities, mit denen ich häufiger zusammenarbeite, mit denen habe ich. Ja, Freundschaften kann man nicht gerade sagen. Ja, also Freundschaften ist für mich, man hat wenige Freunde im Ja, Leben, ganz ja, ehrlich. ja. Aber gute Bekanntschaften schon Ja. geschlossen. Nimmst du das wahr in der Branche, dass das generell so ist, dass so Freundschaften dann nicht entstehen, dass es so ein Zwischending vielleicht ist zwischen Es so einem ist persönlichen, aber so richtig, ich rufe dich aber auch nicht an, wenn es mir richtig dreckig geht. richtige Freundschaften, glaube ich, gibt es da nicht. Es ist Business. Guck mal hier, Bill Kaulitz, lange nichts mehr von ihm gehört. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ja, Junger Sänger. ich habe ihn auch mal schminken dürfen. Echt? Ja, Aber das würde mich zum zur Beispiel. Bambi-Verleihung. Echt? Ja. Aber hatte der auch sehr genaue Vorstellungen oder hast du dann gesagt, du, pass mal auf? Nein, also das ist ein Schema, was abläuft. Das ist ja auch sein Look. Und ein Look, der immer getragen werden möchte, kann man nicht einfach so ändern. Heike Makatsch finde ich ja zum Beispiel sehr schön, weil weniger ist mehr. Was sagst du zu ihr? Ja, es könnte, also was mich manchmal immer so ein bisschen stört, ist einfach, die sind einfach zu viel gepudert. Ja, es ist also die trockene Haut und es fehlt halt so dieser glowy Tint, den man vielleicht auf internationalen Ebenen Ich macht. wollte sagen, das Das ist sehr ist Hollywood, vielleicht, oder? nein, eigentlich nicht. Also ich meine, guck dir doch die ganzen Magazine an. Man pudert ja gar nicht mehr so viel heute, auch wenn ich jetzt hier gepudert bin, aber ich laufe eigentlich auch ohne Make-up und Puder rum. Lady Gaga haben wir da noch. Das ist natürlich ein Ja, das ist Extrembeispiel. ein ganz, also die finde ich großartig. Ich habe sie auch kennengelernt und da sieht man zum Beispiel auch den Glow auf der Haut, ja. Kannst du erklären, was sie davor hatte mit ihrem Auge? Sie wollte ein Auge auf dem Auge, oder? Ja, das ist ein Auge auf dem Auge, ja, das ist völlig in Ordnung. Ich finde das toll. Das ist auch, sie ist halt sehr künstlerisch. Ja. Eine sehr spezielle Person, Lady Ja. Gaga. Du hast aber eigentlich ganz anders angefangen. Du wolltest Ja. eigentlich mal Balletttänzerin werden. Ja. Da hat dir das Schicksal ein bisschen einen Strich durch Ja. die Rechnung gemacht. Das war mein großer Traum. Also ich habe mit 4 Jahren angefangen zu tanzen, weil meine Mutter Ballerina war. Und dann habe ich auch sehr hart für dieses Ziel gearbeitet, muss ich sagen, bis ich 17 war. Und sollte auch an die Staatsoper in Hamburg, hatte dort ein Vortanzen und der wollte mich engagieren. Und am Abend vorher passierte dann dieser Motorradunfall, der mein Leben geändert hat, würde ich mal Am Tag sagen. vorher. Am Abend vorher, Um ja. Gottes Willen, Ja. ja. Ich war Beifahrerin und ja, so passiert das. Aber ich meine, es war Schicksal und Leben ist Schicksal. Sollte nicht sein.